Nervig, nervig, nervig. Ich hasse Plattformer unendlich. Plattformer sind so scheiße. Plattformer machen keine Menschen Spaß. Plattformer sind zum Kotzen. Ich will euch alle umbringen. Es geht so viel Zeit verloren und es ist so unsinnig. Und egal wie ich es hinschiebe, sie findet keinen Platz auf diesem Ding. Nein, das tut sie nicht. Jetzt komm ich hoch, doch es bringt mir herzlich wenig. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Contrast. Ich habe jetzt schon vor Verzweiflung gesungen, wieder Plattformer fertig gemacht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es jetzt funktioniert. Auf jeden Fall komme ich hier auf dieses Teil hoch, und wie es weitergeht, das sehen wir gleich. Denn ich weiß es noch nicht. Ich bin auch immer noch heiser, es ist nämlich die gleiche Aufnahmesession. Warum rutschst du denn immer ab, Beach? So. Jetzt müssen wir... Oh, ja, das ist schon mal nicht ganz schlecht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier vorbeikommen. Ich glaube nicht. Doch, wir täten es. Das bringt mir aber trotzdem rein gar nichts. Oh Mann. Ich hasse es so sehr. Oh Gott. Ich will sterben. Ja und? Was bringt mir das jetzt? Viel weiter komme ich ja nicht. Es muss halt, ich muss das halt irgendwie so machen, dass mir dieser Schatten noch irgendwie behilflich ist. Der linke. Wenn ich das aber mache, sodass der mir behilflich ist, so zum Beispiel, komme ich halt da wieder nicht hoch. Oder Spiel musste es mir so schwer machen. Ja, rutsch nur ab, rutsch nur ab. Komm, ich meine, selbst ich könnte da drauf stehen, ohne ständig abzurutschen, wie so ein, keine Ahnung, ey. Hat da jemand Bananenschalen verteilt oder was da los? Bleib doch mal stehen. Doch, da hätte sie doch... Ernsthaft, Leute. Es ist doch nicht schwer. Da wäre sie jetzt doch locker hochgekommen. Aber sowas von locker. Gott, ey. Kann ich nicht bitte so viel Geld haben, dass mir wurscht ist und ich einfach, immer wenn ich einen Plattformer spielen muss, dass ich da einfach so meinen Monitor zerschlagen und meinen PC zerschlagen und meine Tastatur zerschlagen kann und den Controller gegen die Wand hauen und sowas. Boah, wie aggro es einen macht. Wie aggro es einen einfach macht. Ich kapiere es nicht. Also es muss mir ja irgendwas bringen. So wie das jetzt ist, sieht es für mich eigentlich schon so aus, als könnte ich da eventuell irgendwie vorbeikommen, sodass ich dahin gelang. So wie es davor war, natürlich nicht. Aber so wie es davor war, konnte ich halt hier wenigstens hoch. Jetzt kann ich nicht hier hoch. Obwohl sich an dem Teil eigentlich nichts ändert, oder? Außer, dass es jetzt ein bisschen weiter weg ist und ich nur an diese Stelle, an der ich jetzt gerade stehe, schwieriger hätte hochkommen müssen. Das oben bleibt doch aber gleich. Also ich meine, natürlich verändert sich das geringfügig, weil ich den Schatten und so verschoben habe. Weil das Licht verschoben habe. Aber doch nicht so, dass ich jetzt überhaupt nicht die geringste Chance habe, da hochzukommen, weil sie abrutscht. Als ob da jemand den Boden frisch gewischt hätte im Schatten. Oh. Rechts sieht sie aus im Schatten ein bisschen wie ein Affe gerade. So, okay. Weiß nicht, ob es das besser oder schlechter macht gerade. Vielleicht ist jetzt der Schatten irgendwie ein bisschen... Achso, für die Leute, die jetzt gerade diese Folge schauen und die vielleicht davor nicht die Folgen geguckt haben. Ich hasse Plattformer. Ich wusste auch, dass mich das in dem Spiel ein bisschen erwarten wird. Eben mit dieser Info von wegen 2 und 3D, ja. Aber... Wer hätte es ahnen können? Mir wird das Spiel letzten Endes trotzdem gefallen. Und mir gefällt es ja auch so noch. Aber wie gesagt, Plattformer kacke. Der größte Scheiß auf Erden. Ach Gott, ey. Finde ich krank sein eigentlich angenehmer als Plattformer spielen. Eigentlich finde ich alles angenehmer. Ich glaube sogar, ich sag einfach nichts mehr. Es wird nicht besser, ne? Gott, Leute, es bringt nichts. Ich werde jetzt einfach wieder
einen Cut machen und dann sehen wir uns, wenn ich es wirklich weiß. Oder ich schaue gleich im Internet nach, weil es mich eh nur ankotzt. Also bis gleich, Leute. Wie gut, dass ich jetzt die ganze Zeit aufgenommen habe. Habt ihr das gesehen? okay. Ich bin gleich wieder da, ne? Ich probiere das jetzt immer noch. Ja, Leute, ich kann es nicht probieren. Ich bin jetzt gestorben, als ich es benutzen wollte, und jetzt komme ich hier nicht mehr rein, weil jetzt auf einmal die Tür zu ist. Oh Gott sei Dank, Leute, ich glaube, wir haben es jetzt. Ich schwöre, ich saß so ewig lang hier rum. Oh. Wow. Ernsthaft? An dem Ding bleibt es jetzt hängen? Naja, versuchen wir es nochmal. Ich bin mega angepisst. Ich habe, ich hab echt ewig gebraucht. Ich habe wirklich Ewigkeiten gebraucht. Wenn ich jetzt wieder nicht hochkomme, ey, das. Ich mach dann aus, es tut mir leid. Ich muss dann einfach ausmachen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Und sie bleibt jetzt dann wirklich an der Säule hängen, oder? Nee, bleibt sie nicht. Oh, darf ich bitte was trinken? Ich bin gerade so froh, dass wir das geschafft haben. Moment, bitte. Einen Moment. So, durch mein ganzes Geschrei, was ich nicht gehört habe, als ich so angepisst war, ist meiner Stimme jetzt auch nicht besser gegangen, aber es war es mir wert. Ganz ehrlich, ich musste raus. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Da drunter ist wahrscheinlich sein Geheimlabor, oder? Werkstatt, nicht Labor. Ist die Kleine. Das ist gerade so hoch, dass ich da nicht hochkomme. Oh ja, das ist sehr freundliches Spiel. Ah, geht. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, wie ich da am besten hinkomme. Wahrscheinlich tatsächlich irgendwo, nachdem ich das umgestellt habe. Ich kann es nicht mehr umstellen, tatsächlich. Okay. Echt, kommt man da irgendwie so hoch? Konnte ich da jetzt gerade irgendwo was machen? Oder war das einfach nur wieder in den Schatten reingehen? Nee, gut. So, das ist der Wagen wieder, der blöde. Der mich viele Stunden meines Lebens gekostet hat. Ich meine, ich komme hier doch nicht an den Schatten dran, ganz ehrlich. Hier ebenso wenig. Na super. Ach Leute, kann es mal bitte jetzt wieder einfacher werden, dass ich jetzt irgendwie weiterkomme, ohne dass ich alle 2 Minuten so frustriert bin. Ja, über die Zahnräder will sie auch nicht hoch. Oh. Okay. Kann ich einfach raus? Nee, die macht mal den Scheiß allein. Oh, Leute, 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 ich könnte so heulen. Ich schwöre, jetzt hoch und heilig. Wenn es nicht optisch einfach nur der Obershit ist, das Geilste, was man jemals gesehen hat, schwöre ich hiermit, ich werde niemals diese Art von Spielen nochmal spielen. Also nichts, was mit Plattform irgendwie zu tun hat. Es frustriert mich viel zu sehr. Das ist es mir nicht wert. Ich weine übrigens nicht. Das ist immer noch meine Heiserkeit. Sorry fürs Respawn. So schlimm ist es dann doch wieder nicht. Nee, ich habe keine Ahnung wieder. Ich habe leider wirklich wieder überhaupt keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Ich meine, da muss ich anscheinend nochmal höher kommen. Aber wie zum Teufel soll ich das machen?
Ich hätte ja sehr gerne da noch irgendwas bewegt, aber das kann ich nicht. Tja. Mein, da drüben gibt es keinen Sinn. Ich muss hier nicht rum. Was? Und ich, nee, warte, nach oben geht's auch nicht. Hä, versteht das irgendein Mensch? Kann ich irgendwo hinspringen, wo ich dann danach erst in die Schatten reinkomme? Ich komme aber halt gar nicht so hoch. Wisst ihr, was ich meine? Also hier drüben komme ich nicht hin. Dieses Bratpfannenteil, das ist natürlich keine Bratpfanne, aber sieht vom Schatten ein bisschen so aus. Das ist sicherlich auch nicht ohne Grund da. Aber. Okay, da vorne sind auch irgendwelche Fenster. Ich gehe nochmal kurz runter. Hier komme ich eh nicht rein. Nee. Okay, und da haben wir jetzt auch schon tausendmal versucht. Geht auch nicht. An diesem Teil kann ich nichts ändern. Nichts machen. Gut. Bringt es mir irgendwas, wenn ich es hier nochmal versuche? Also wenn ich... Naja, wobei... Pff. Hier geht's halt auch nur runter. Da oben gab es ja nichts. Ich musste hier schon runter. Schau, ob sich da vorne vielleicht irgendwas geöffnet hat oder so. Hier oben halt. Oh. So, da kehrt einer einfach nur. Es sah voll gruselig aus. Ist auf jeden Fall neu dazugekommen. Das ist schon mal gut. Ah, und da geht's dann hoch. Schauen wir mal, was hier noch ist. Oh, das ist das Letzte. Das kann nicht sein, dass wir so viel übersehen haben. Wissenschaftliches Bild wieder, okay. Kann das echt sein? Das ist ja schon echt mega viel, Leute. Okay. Ist hier noch was? Nee, kann ich aber nur aufmachen. Oh, ja, das ist natürlich wieder. Sorry, es nervt mich wieder. Von der anderen Seite konnte ich die Tür nicht aufmachen. Wo ich da gerade extra geguckt habe. Nein, es ist schon in Ordnung. Hier auch. Es passt schon. Ich will mir auch nicht zu viel aufregen, weil ich sie ja eigentlich wirklich mag. Es ist einfach nur mein eigenes. Ihr wisst schon. Jeder hat ja etwas, was er nicht so gern hat. Mir sind sie eben Plattformer. So. Was ich natürlich aber sehr mag, ist, wie das hier aussieht. Ach, ich mag das. Die Atmosphäre ist echt sehr, sehr gut in dem Spiel. Oh Gott, jetzt hätte ich es fast wieder verkackt. Ich werde sowieso verkacken, also ich falle hier sofort wieder runter. Habe ich nicht verkackt. Oh, wow. Ist natürlich schon. Na, da haben wir wieder was. Ist dann nicht ganz nach der Reihe. Zeitungsartikel. Illusionist sagt Vorstellung ab. Grund unbekannt. Illusionist enttäuscht, aber die Stadt strahlt wie immer. Freunde des Surrealen warten schon seit langem darauf, dass der fantastische Vincenzo nach Glastonbury kommt. Und vor einigen Wochen schien der Traum erfüllt zu werden. Das Strudel Theater hatte 10 Vorstellungen des berühmten Illusionisten in diesem Juli angekündigt, aber leider wird der Zauberer Dinge nicht verschwinden und wieder auftauchen lassen, wofür er berühmt geworden ist, sondern erst gar nicht auftreten, wie das wahrscheinlich Strode heute bekannt gab, ohne dafür irgendwelche Gründe zu nennen. Glücklicherweise stehen zahlreiche andere fantastische Vorstellungen in der Stadt an. Der Cirque Lafayette. Cirque Lafayette, ich weiß es leider nicht, hat seine Zelte in den Ruinen der Abtei aufgeschlagen und lockt mit Akrobaten, tanzenden Bären und einer Reihe von so amüsanten wie abscheulichen Freaks. Zudem ist Madame Letourneur ins Arcus Way zurückgekehrt. Oh, da wird es jetzt schwieriger mit Lesen, um Reisenden und Einheimischen die Zukunft vorherzusagen. Als ob das weitergeht nicht. Puh, dann bin ich ja ganz froh, dass es nicht nach der Reihe geht. Wie stand sie denn jetzt da? Bisschen Angst What are you doing here?
Who are you? How did you get in? Through the big clock. You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Dee Dee. Dee Melancholia. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's two tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, Dritter Akt. Ein Auge zudrücken. Speichert. Sehr gut. Triff dich mit Dee Dee bei der Bühne. So, dieser Revolver, den hatten wir schon. Aha, da war ja die andere Kugel. Ich habe alles nochmal spielen müssen, weil ich ja im Erdboden versunken bin. Sehr schön. Jetzt haben wir nochmal alle beisammen. Lass mich jetzt hier nochmal kurz gucken. Ich möchte echt so ungern die Sachen verpassen. Puh, meine Stimme ist sehr rauchig, möchte man fast sagen. So, nee, da komme ich nicht durch. Oder? Nee, wirklich nicht. So, Didi, ich hoffe, du kannst ein bisschen warten. Ein bisschen warten. Ui, ui, stellt euch mal vor, meine Stimme wird immer so. Irgendwie cool, aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher. Als ob sie nicht schon tief genug wäre von Natur aus. Aber dann auch noch so heiser, weiß ich nicht. So, habe ich da was leuchten gesehen? Nee, das ist ja nur dieses wunderhübsche Gebäude, zu dem ich noch nicht muss, denn ich muss jetzt zur Bühne. Aber er meint, doch diese Bühne tatsächlich. What do I do with you? Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just need him. Just wanted. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I knew it. I knew this was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. They're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare ball. Fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Manche... Entschuldigung. Leute, manche Leute haben einfach Pech. Ich glaube, das ist einfach so. Und er bemüht sich doch. Er bemüht sich doch wirklich, das alles hinzubekommen. Ich meine, das ist einfach... Das ist einfach eine Sache, die ist unvorhersehbar. Er hätte vielleicht... Nee, er hätte eigentlich nicht wirklich viel machen können. Geh zum Leuchtturm. Leuchtturm? Leuchtturm? Das Teil tatsächlich?
gucken wir doch mal. Wie komme ich denn da bitte hin? Ach, das ist der Leuchtturm, das wunderschöne Gebäude. Ich verstehe, okay. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Schalte das auf die Bühne gerichtete Licht ein. Welches Licht ist da gemeint? Ah. Gut. Schon gefragt, wie ich da bitte reinkommen soll. Was ist denn hier Schönes? Hier kann ich noch nichts machen. Da ist eine Kiste, mit der ich bestimmt was machen muss. Hier falle ich runter und sterbe. Okay. Nur mal kurz die Lage checken, Leute. Okay, was macht es? Damit mache ich es an. Ich traue mich es kaum zu sagen, aber das sieht nach etwas aus, was mich sehr nerven wird, tatsächlich. Weil das wieder sehr viel mit... Sterbe ich eigentlich, wenn ich da nie... Sehr viel plattformmäßig sein wird. Aber wir schaffen das, Leute. So, was machst du? Ich kann damit nichts... Ah, doch kann ich schon... Oh, Hilfe, ups. Darf ich das nicht? Das rastet irgendwie so ein. Wartet mal kurz. Ich muss noch kurz herausfinden, was mir das bringt, dass ich das überhaupt bewegen kann. Der rastet hier ein und ich glaube, das soll er auch. Ich versuche jetzt auch mal noch weiter zu drehen. Weiter geht's nicht. Hm, das gehört dann schon so. Zack. Okay, Leute, ich würde sagen, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Ich bin schon fast dafür, dass ich es einfach mache und dann aufnehme, wenn ich es weiß. Aber nee, nee. Ah, da muss eine Kiste drauf, sehe ich schon mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Weil ich gerade keine Ahnung habe, wie ich mit Kiste nicht springen kann und hier kein Schatten ist. Naja, Leute, auf jeden Fall danke fürs Zugucken und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge Contrast. Und wie immer, gerne einen Daumen da lassen, ich würde mich sehr freuen. Bis morgen, Leute. Ciao.